Und schau mal, FC Everton will mit Pedro Obiang verlängern. Und da waren ja noch ein paar andere, wo noch nicht ganz klar war, ob das jetzt funktionieren wird, wo wir verlängern wollten. So, Theo Robinson. Für 4 Millionen einig, der 5-Sterne-Mann, 18 Jahre alt, von Crystal Palace. Ja, das sieht alles nicht so gut aus. Wir haben uns nicht um den gekümmert, aber das kannst du ja nicht. Du kannst ja mit jedem da sprechen, den du verpflichten möchtest. Du spielst sicher auch mal in der ersten Mannschaft. Ich glaube, das können wir dem sagen. Ich werde dich zu einem besseren Spieler machen. Ganz klar, mit 18, mit seinem Talent. Also das wäre schon dann wirklich ein Verbrechen, wenn du den nicht verbessern würdest. Okay, Handgeld. Müssten wir eigentlich fast schon. Nicht zu viel. Ich sag mal, 150.000 ist für einen jungen Mann wirklich in Ordnung. Und gucken wir natürlich dann noch hier bei den Geschichten. Gehaltskürzung kann ich rausnehmen. Also da wird nichts passieren. Also hier oben geben wir auch gar nichts dabei. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass der sich so entwickelt, wie er es tun wird, dann können wir den schon um einiges nach oben pushen. Dann wäre es natürlich doof, wenn der dann für eine festgeschriebene Ablöse, was weiß ich, oder Auslandsangebot wechseln dürfte. Deswegen lassen wir das mal ganz, ganz schön raus. Okay, hier 30.000 nach. Ich mache wieder 30 Spiele. Ist eigentlich immer am besten. So, mal gucken, was können wir hier noch runtergehen. Ich nehme mal 600.000 für den Start. Ich weiß jetzt nicht, was der Rest da verdient. Also das ist ein bisschen wenig. Ich mache mal 550. Und dann sollte das doch gehen. Also verdient er auf jeden Fall mehr als bei seinem Verein momentan. Und er ist vor allen Dingen beim Erstligisten natürlich die Perspektive um einiges besser. Das Jugendzentrum ist abgeschlossen. Also das heißt, wir können hier wieder ein bisschen was bauen. Schauen wir natürlich gleich. So, Klausel für Auflaufprämie. Die ist für Chris Newey. 18.000. Gerne, mein Freund, hat mittlerweile auch eine 70. So, Gay ist dann morgen wieder fit. Reserve verliert leider 1-0 gegen Manchester City, aber das dürfen sie von mir aus. Meiner Meinung nach natürlich eine der stärksten Mannschaften dieser Reserve-Liga. Sehen sie auch, aber wir sind auch nicht ohne. Ben Garrett, schon sehr früh das Tor geschossen, 10. Minute und danach wenig passiert, würde ich sagen, also, oh Gott, oh Mann. 83 Jungs, die mitgefahren sind, haben ein absolut klägliches Fußballspiel gesehen. Schüsse aufs Tor, einen. Der hat sofort gesessen. Und wir holzen hier drauf wie die Gecken. 12 Schüsse, 6 Mal aufs Tor, 6 Schüsse vorbei. 9 Ecken, das muss man auch mal dazu erklären. 61% Ballbesitz. Also das ist eins der schlechtesten Spiele, die ich gesehen habe jemals von der zweiten Mannschaft. Aber das zeigt ja eigentlich auch nur, dass die Mannschaft im Kern eigentlich gut ist. Also das ist eine klasse Truppe. Wir haben ja viele 70er drin. Und auch einige, die drankommen. Newey zum Beispiel. Also das sieht schon viel besser aus. Der Kader ist nicht groß. Also ich glaube, das ist dann von der Dynamik auch um einiges sinnvoller. So, Mannschaft der Woche, ihn müssen wir mal loben, wenn wir es können. Na, habe ich schon mit dem gesprochen anscheinend. So, riskante Ansprache hat funktioniert. Kevin Mirallas. Trainingsziel. Also er ist jetzt auch rechter Mittelfeldspieler fertig. Aber das werden wir nicht wegbekommen. Also diesen einen Punkt, den er hier verliert, den wird er immer verlieren. Das ist dann einfach wirklich dann die Stärke, ne? Also da kannst du nichts mehr dran trainieren oder so, das ist dann einfach so. Aber eingespielt ist er jetzt auf der Position. Nur ich muss halt mal gucken, wie wir das machen. Wenn wir den wirklich wieder für die HS-Position einsetzen wollen, dann wäre es ja nicht so tragisch. Aber er könnte es zumindest dann auch recht spielen. So, Ablöse wurde akzeptiert. Gilfie fühlt sich etwas unterbezahlt. Verdient 3,8 Millionen. Du Schüssel. Und ich verstehe manchmal nicht, warum die... Naja, 380.000, wenn er etwas unterbezahlt ist, dann denke ich mal mit einer Drittelmillion mehr müsste das eigentlich dann passen. So, Dybala wird beobachtet von Juve. Ja, den können wir uns jetzt... Ach, 16,3 Millionen Strafraumstürmer. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne, mit seinen 23. Also, was machen wir? Ich könnte theoretisch sagen... wir haben 3 Stürmer. Im Moment, für eine Position vorne. Anni Schäbe mit 29. Könnte man jetzt sagen, gibt man ab. Und man sagt, man holt sich vielleicht Dybala. Ich gehe mal jetzt auf das, was gefordert ist, runter. Mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. So, Deutschland, ja, Nürnberg ist natürlich immer dabei, aber
Die wollen ja anscheinend keine Spieler. Vielleicht mal in Schottland hier gucken. FC Aberdeen, die haben uns ja schon ein paar Spieler abgenommen. Aber nicht bei ihm. Türkei? Nee. Los Angeles Galaxy. Das war jetzt so meine letzte Hoffnung, die ich vielleicht noch hatte. Spanien. Das ist schwierig mit ihm. Chelsea wird wahrscheinlich auch nicht interessiert sein. Nee. Naja. Theoretisch könnte ich es trotzdem probieren. Bei Dybala mal reinzuhauen. Und mal gucken, was Juve bietet. 22 Millionen bieten die. Das ist natürlich schon ordentlich. Das ist schon ordentlich, ne? Ich denke mal, warum sollten die uns den dann billiger geben, wenn? Transfervorbereitungen. Ja, Beobachtungsliste. Und dann gucken wir mal. Beim guten Angebot abgeben. Vielleicht hat einfach Juve ein bisschen zu viel geboten. Kann ja sein. Ich denke mal, wir versuchen es mal mit 17,5. Ein bisschen dann über Marktwert. Direktes Wiederverleihen. Ne, das ist natürlich kompletter Blödsinn. Torprämie. Torprämie, ja, okay. 750 nach 30 Toren. Mal gucken, was der gute Cesare Bernoldi sagt. Das ist, ihr habt mir den ja öfters schon vorgeschlagen. Das ist natürlich auch ein klasse Spieler. Mit der Stärke, die er schon hatte und bei dem Alter erst. Also es ist schon stark. Und der könnte auch wirklich dann Druck machen vorne auf Vossen und Jelavic. Vielleicht müssen wir einfach noch Jelavic abgeben und dann an die Schäbe. Als Backup-Ball. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne, wenn du mit Jelavic sofort verlängern willst, um den dann ein paar Tage später einen Dritt in den Arsch zu geben, so nach dem Motto, hau ab, komm. Wir wollten nur ein bisschen mehr Geld rausschinden bei dir. So, die Personalie ist interessant. Kevin Prince Boateng vom FC Liverpool zum FC Bayern München für 16 Millionen. Das heißt, der kann uns gleich schon mal nicht nerven. Im Spiel gegen die Reds. Mal schauen, wen sie dann da hinstellen an der Stelle. Dortmund holt sich Sokratis. Das ist wahnsinnig lustig, weil der ja auch in der Wirklichkeit eingegangen ist. Jetzt im Sommer 2013. Danilo Dittrich, ehemaliger Junge von uns in Nürnberg, hat sich auch gut entwickelt. Guck mal hier. Stärke 75. Wenn man mal so will, also der ist schon eigentlich fast überall gewesen. 6,25 Millionen, hat in Braunschweig 13 Spiele gemacht, jetzt im letzten halben Jahr, nach dem Winter. Bin ich mal gespannt, wo der sich dann noch hinkatapultieren kann. So, ist hier irgendjemand von uns? Ne, Roberto Mancini ist wahrscheinlich mal wieder kurz vor der Entlassung, weil wir jetzt gegen die gewonnen haben. Passiert ja nicht so oft, dass die verlieren, aber Arsenal Interesse an was und Newcastle. Ich glaube, ich muss reagieren. 9,5 Millionen bietet Lazio für Campagna. Das ist genau der Marktwert. Ich denke mal, wir geben ihn ab. Wir haben ja noch Landström, wie gesagt, wir haben noch Aubameyang, wir haben Herrera. Ich denke mal, da behalten wir auch wirklich dann den Basken, Herrera. Das ist einfach von der Erfahrung dann viel sinnvoller. Deswegen unterzeichnen wir das Ding. Und Campagna ist ein guter Junge. Der soll dann auch wirklich seinen Weg weitergehen können und nicht bei uns da irgendwo versauern. Er hat ja in Gijón gezeigt, dass er wirklich stark ist. Mal gucken, wie das ausgeht bei dem. Jeffrey Raovelu, mal gucken. Er möchte noch ein bisschen was nachgezahlt haben. 4 Millionen haben wir geboten. Ja, 4,3 könnten wir mal versuchen. In der Regel spielen, ja. Stammspieler kann ich nicht sagen. Das ist natürlich ein absoluter Kandidat, um irgendjemanden hinten zu verdrängen. Ist erst 26 und professionell Publikumsliebling. Eigentlich das Perfekte, was man sich vorstellen kann. 4,5 Millionen. Mal gucken. Der soll kommen. Damit würden wir natürlich dann auch Newcastle schwächen, ganz klar. Theo Robinson, der ist da. Für 4 Millionen Rücken Nummer 8. Nee, das machen wir anders. Bekommt die 24. In der Pressekonferenz nicht. Das ist, glaube ich, ein typischer Website-Spieler. Noch mit einer 68. Oh, er ist auch da. Raovelu ist auch da. Nummer 2. Akzeptieren. Pressekonferenz. Geil. Ja, ist nicht schlimm, dass hier kein Verein an Herrera interessiert ist. Bleibt bei uns. Was auch schön ist, dass der gute John Heitinga sich hier, sagen wir mal, nicht freut über Raovelu, aber ihn zumindest nicht sofort wegbeißen möchte. Das habe ich immer so ein bisschen Angst, ne? Wenn also Spieler reinkommen, die von der Stärke her sehr ähnlich sind,
Aber sind beides Holländer, ich denke mal, die verstehen sich dann auch eher. Mal schauen. Das gibt natürlich jetzt ganz andere Perspektiven wieder. Gut, das ist angenommen worden. Scouting abgeschlossen, Trainingslager beendet. Theo Robinson freut sich auf die Zusammenarbeit. Und auch Rauvelu ist froh hier drüber, dass er bald Stammspieler werden würde. Habe ich das gesagt? Wahrscheinlich eben unten drunter, ne? Ich weiß selber nicht mehr, was ich da gesagt habe. Müssen wir ein bisschen besser aufpassen. So, das ist standesgemäß verlaufen bei ihm. Sehr schön. Werden wir natürlich erstmal Hallo sagen. Geil, das haben wir eigentlich auch ein 5-Sterne-Talent in der Mannschaft. Fähigkeiten jetzt schon von 73. Also der könnte wirklich dann der absolute Nachfolger werden für Fellaini. Wenn er gesund bleibt. Das müssen wir wirklich dann im Auge behalten, diese Verletzungsanfälligkeit hier. Okay, der ist ja eher so ein Typ, der hinten aufräumen soll. Deswegen Robustheit, Zweikampf, Ausdauer ist schon sehr gut. Ich denke mal, kurzer Pass und langer Pass hauen wir auch noch da drauf. Ja, geiler Spieler. Also es kann sich noch auf 5,5 Millionen Ablöse erhöhen, aber ich sag euch, am Ende der Saison hat der hier zwischen dieser 2 und der 6 hat er nichts mehr stehen. Da hat er eine 26 da. Wenn wir ihn in der ersten behalten würden, wenn er wirklich dann regelmäßig spielt. Das ist dann wirklich so ein Typ Tim Davids von Bergi. Passt vom Alter her, passt vom Talent her, also der kann seinen Weg wirklich machen. So, er darf nicht spielen, das ist klar, wegen der Nominierung. Müssen wir natürlich erstmal Hallo sagen hier. Ich hoffe wirklich, dass wir am Ende vom Januar nochmal nominieren dürfen. Ansonsten wird es da wirklich dann hässlich. Dann haben wir ihn dann wirklich ein halbes Jahr rumsitzen. So, Grätsche muss er sich verbessern. Manndeckung, Zweikampf, der, guck mal, wie stark der ist. Der ist... Das ist ein Tier. Der gewinnt Bälle. Kann er sich nicht besser vorstellen. Also er geht noch. Und ja, eine Schäbe. Jetzt haben wir nämlich wieder so viele Spieler. Kovacic können wir nicht ausleihen. Das geht ja gar nicht. Shinobi. Das könnte vielleicht... Aber das ging, glaube ich, auch nicht. Zum Verkauf nur. Naja. Vielleicht dann einfach zweite Mannschaft mal. Das nützt ja nichts. Spielergespräche. So, ich glaube an dich. Genau, zweite Mannschaft. Akzeptiert die Entscheidung. So, Aktion in die Reserve verschieben. Dauerhaft. Einfach mal schauen, wo er dann eingesetzt wird. Rechte Seite für Wells. Ich glaube, das müsste gehen. Wo haben wir denn jetzt hier? Rechtes Mittelfeld. Ja, da könnte er sich auf jeden Fall einspielen. Deswegen gehen wir das hier mal beim Trainingsziel dabei. Ballkontrolle mal raus. Rechter Mittelfeldspieler. Ja. Das wird er auf jeden Fall schnell drin haben, denke ich. Dann ziehen wir das mal nach oben hier. Jawohl, ja. Wie alt ist er? Er ist schon 23. Ist natürlich der Kapitän, aber ich denke mal, das sollte eigentlich kein Thema sein. So, nochmal in die erste zurück. Robinson. Könnte man natürlich jetzt hier behalten. Nur, das ist natürlich... Gut, da kann man nichts mehr machen. Das ist natürlich blöd, weil in der zweiten wir natürlich nicht mit defensiven Mittelfeldspielern spielen, also zentral. Wir könnten die natürlich auch auf eine IV-Position umtrainieren. Da könnt ihr auf jeden Fall spielen. Da könnt ihr spielen. Ich denke mal lange Pässe raus und dann Innenverteidiger. Das wäre eine Möglichkeit. Da würden wir den auf jeden Fall unterbekommen, wie gesagt. Cresswell, Fletcher, das ist überhaupt kein Problem. Ich denke mal, Cresswell müssen wir dann mal raussetzen. Das wäre eine Möglichkeit, das so zu machen. So, Jungs, ich sollte euch noch ein paar Kader zeigen. Galatasaray, da haben wir zwar letztens schon mal diesen Usero uns angeguckt, der wirklich mit einer Stärke von 88 da über allen thront. Ganz, ganz böse. Ist momentan wirklich da noch verletzt mit der Zerrung hier. Aber das ist schon wirklich klasse, dieser Spieler. Mal gucken, Gastron Sauro, der war, glaube ich, bei Stuttgart mal damals gewesen. Ja, wurde dann für 8 Millionen verkauft, vor anderthalb Jahren. Emre Çolak, Maxim Lestien, den hatten wir auch mal im Blickfeld. Vom FC Brügge, glaube ich, damals eingekauft worden. So, wo wir gerade schon mal dabei waren.
Galatasaray, das führt mich dann sofort weiter zum nächsten. Die Türkei möchte auch mal jemand sehen. Türkei, wo sind sie denn? Da haben wir sie. Okay. Also ich kenne mich dann natürlich jetzt logischerweise nicht so aus. Nuri Sahin natürlich. Emre Çolak, Çalhanoğlu ist dabei. Zarrarea. Pektemek, ne? Der hatte ja irgendwann mal, war der mal das übelste Tier gewesen. Ich glaube in der Saison, wo wir von Nürnberg weg sind. Da hatte er doch, glaube ich, den goldenen Schuh geholt. Was letzte Saison halt Llorente gemacht hat. Ja, ist nicht schlecht, also die Mannschaft. Ne? Von der Besetzung her jetzt. Hamid Altintop ist immer noch, der spielt immer noch. Immer noch bei Anderlecht, wo wir ihn hin verkauft haben. Vertrag läuft aus, ich bin mal gespannt, wie lang die Karriere noch geht. Und dann natürlich möchten wir noch kurz gucken, wollen wir denn hier Mannschaft, Liga, Tabellen, Spanien, Barça, wollen wir uns mal anschauen. Rui Patricio, da im Tor auch schon ewig, also hier im Let's Play, also in Wirklichkeit natürlich nicht, doch wo ist der bei Sporting Lissabon? Jordi Alba ist noch da, da haben wir kurz Zuma, der war ja auch mal von euch vorgeschlagen worden. Ich dachte, der wäre bei Paris, aber der wurde ja verkauft. Schon lange, anderthalb Jahre für 30 Millionen zu Barca gegangen. Kommt da nicht zum Zug. Was eigentlich richtig schade ist. Ich nehme den mal mit rein hier, aber ich glaube, der will nicht kommen. Nee. Ach so, der würde doch kommen. Der würde doch kommen. Das ist ja abartig, aber ich kann da jetzt nicht... Ich kann jetzt auch nicht kurz Zuma noch kaufen hier. Wo kommen wir denn da hin? Ich meine, das wäre natürlich schon cool, ne? Also, der ist noch ein Jahr jünger, glaube ich, als Eki. Und von der Stärke her vergleichbar ähnlich. Von den Millionen her wird es nichts tun. Also wir haben ja 16 Millionen für Eki. Ich will einfach mal hier... Ich probiere einfach mal. Mit 14 Millionen fangen wir hier an. Wollen wir Barca mal so ein bisschen nervös machen. Ich meine, vorne... Wir haben eigentlich nur zwei Problemzonen. Nämlich hinten. Jetzt nicht mehr, weil Raúlu da ist. Und halt im Sturm. Und wenn du kurz Zuma bekommen kannst. Möglicherweise. Weil die haben jetzt Pio Zeldo noch geholt hier. Dann musst du das einfach machen. So, war jetzt zwar nicht allzu lange mit dem Kader, aber ihr könnt ja Stopp machen, könnt euch die Spieler angucken, wenn ihr die sehen wollt. Jugendmannschaft, hatte ich euch das gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte nämlich neun Jugendspieler hier reingetan. Mal gerade gucken, wo der ist. Wahrscheinlich A-Jugend. Genau, hier Johnny English, der ist neu. Das soll, glaube ich, eine Hommage sein an diesen einen Film hier mit dem Mr. Bean-Darsteller. Interessant, ja, 17 Jahre, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der vorher hieß. Hab ich jetzt vergessen, müsste ich nachgucken. Aber wir haben schon wirklich eine gute Jugend. Sehr gute Jugend. B-Jugend nicht so, aber das wird wieder. Ich denke, wir haben ja gute Scouts, die uns da helfen können, neue Leute zu finden. So, die paar Tage noch vorrücken. Ihr habt das Gefühl, die Folge wird sehr lang. Macht aber nichts. So, Jeffrey Raúlu entscheidet sich für den FC Everton. 1,87 groß, das ist auch klasse. Der kann ja ein paar Zentimeter für Jan Sommer abgeben. 17,5 Millionen ist, glaube ich, absolut verträglich für einen Spieler seiner Klasse. Jelavic möchte noch mal ein bisschen nachverhandeln. Ja. Was machen wir? 2018 läuft er aus. Versuchen wir jetzt, der hat einen Marktwert 9,25 Millionen. Das heißt, vielleicht so 10, 11 könnten wir bekommen. Und uns dann einen Stürmer schnappen. Dybala. Naja. Ich versuch's nochmal. 3,7. Angebot, letzte Wort. Wenn es nicht funktionieren sollte, wissen wir ja, was wir zu tun haben mit ihm. Dann muss er nämlich noch weg. Wir haben ja noch knapp 2 Wochen. Da ist das Ding ja noch offen. Die Transferphase. So, die Playoffs. Wir gucken mal gerade nach deutschen Mannschaften. Da oben haben wir Newcastle gesehen. 3:3 im Hinspiel, das wird schwer gegen Lokomotive. Moskau-Gladbach verliert zu Hause gegen Sporting. Nicht gut. Ganz ehrlich, nicht gut. Genua, AS Saint-Étienne. FC Zürich mit Alex Esswein. FC Aberdeen verliert leider 2:0 gegen Famagusta zu Hause. Also wahrscheinlich nicht mit Naismith da in die Champions League Gruppenphase. Red Bull Salzburg verliert auch gegen den Verein. Ich schätze mal, das ist Rumänien. Kann mich aber auch irren. Celtic 4:1 gegen Trabzonspor und Feyenoord Rotterdam. Gegen Bohemians FC. Naja.
Wird auf jeden Fall bei einigen Partien sehr, sehr spannend für die Rückrunde, wollte ich schon sagen, für die Rückspiele natürlich. So, Campagna wechselt, habe ich schon gerade ganz kurz gesehen. Also haben wir da auch wieder ein bisschen Geld reinbekommen und der Kader ist ein wenig geschrumpft. So, Machatschkala sehe ich hier. Aber ihr seht ja schon, die Europa League. Ich suche mal gerade nach ein bisschen deutschen Beteiligung. Manchester City 4:1 gegen Molde. Hoffenheim 2:0 gegen Sparta Prag auswärts, also das Ticket wahrscheinlich auch schon gelöst. Da ist Dortmund, knappes Ergebnis, Großkreuz 1:0 gegen Alkmaar. FC Porto gegen Bilbao. Ja, Bilbao wäre geil, ne? Habe ich auch schon mal gedacht für den FM14. Dann wirklich dann nur Basken kaufen oder Jugend halt. Das wäre irgendwie cool, fände ich. Obwohl mich die spanische Liga allgemein ja nicht so reizt, aber das Projekt würde ich, glaube ich, gerne angehen. Aber das liegt ja in eurer Hand, wie ihr das machen wollt. Da haben wir Arsenal gegen Levski Sofia 2:0 auswärts. Schalke 4:0 gewonnen gegen Ortgrenland. Norwegen? Ich glaube schon. Da ist US Palermo, aber kein Tor von Dybala. War der überhaupt noch da? Ich habe eben nicht geguckt. Ich habe nur aufs Trikot geachtet. Das ist ja von Palermo. Lyon gewinnt auch auswärts, genauso wie Marseille. Genau wie Ajax, genau wie Fenerbahce. Ja, ich glaube, deutsche Mannschaft haben wir nicht mehr. Alles klar, kommen wir mal weiter gucken. Liverpool wartet, beziehungsweise müssen ein paar Meter weiterfahren, um dann zu unserem Stadion zu kommen. Campagna, Zuschlag für Lazio Rom. Aubameyang möchte auch noch mal ein bisschen was nachhaben. Meine Güte, was sind die alle gierig? Ah, das ist klar, jetzt hier der dicke Topf mit der Champions League, da wollen die dann natürlich alle ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Genau, Palermo ist er auch noch, ja. So, 17,5 ist nicht genug. Wir müssen, glaube ich, mal 19 reinhauen, weil wir wissen ja, was Juve geboten hat. So, nächstes Angebot. Wir müssen natürlich aufpassen, ne? Wenn der dann nicht, dass der gleich schon weg ist und wechselt. Weil Juve war ja schon einig. So, ein hitzköpfiges Stadtduell steht an. Merseyside Derby, um genau zu sein. Everton gegen Liverpool. Und das ist echt lustig, das ist noch nicht mal hier im Topspiel-Topf dabei. Bolton gegen Man United, Sunderland, Chelsea und Aston Villa gegen Arsenal. Noch nicht mal Everton gegen Liverpool. Gut, ein bisschen sortieren. Gucken wir mal hier, was hier noch alles drin steht. Standesgemäße Vorstellung für Rovelu, sehr schön. Campagna wechselt zu Lazio, auch schon gesehen. Okore leicht verletzt. So, Scouting abgeschlossen von Nafiu, da haben wir fast fertig, Stufe 9. So, Luke Beach, Trainingsziel. Zweikampf. Bisschen erhöhen. So, Scouting abgeschlossen. Jelavic weist das Ding zurück. Ja, mein Freund. Dann weißt ja, was gebacken ist, ne? Also sobald wir mit Dybala vielleicht in diese Verhandlung gehen können, muss ich da reagieren, ne? Also auslaufen können wir das nicht lassen. Da würden uns 9 Millionen quasi durch die Lappen gehen. So, das wird abgegeben. Scout kehrt zurück. Genau, Nafiu. So, da haben wir ein begrenztes Talent. Leider Gottes nur 2,5 Talentsterne. Nee, das lohnt sich auch nicht, da jetzt das weiter zu verfolgen. Okore, ja, ist auch schon auf Stufe 10. Wir können mal gucken, begrenzt. Also der Typ hat aber, also der Typ hier, der Jim Lawler, der hat aber wirklich dann dicke, hohe Messlatte angelegt. Was das Talent angeht. Jordan Lukaku können wir auch mal noch gucken. Auch nur begrenzt. Naja, so eine richtige Bombe ist nicht dabei, also von der Entwicklung. Und Vlachodimos, das hatten wir ja schon gesehen. Dass bei ihm doch ganz gute Perspektiven da waren. Okay, weiter im Text, weiter bei den News. Neuer Fanartikel bereit. Wen hatten wir denn da entwickelt? Gott, das ist so viel hier drin. Das war echt total unübersichtlich. Genau, Regenjacke wollte ich, glaube ich, aufnehmen. 35-35, Sporttasche. Die war ja erst aufgenommen worden. Letzte Woche mal gucken, was hier schlecht lief. Das Poster, Autofahne. Fahne, Fanhand. Ja, das Poster nehme ich mal raus.
Dinger kosten ja auch nichts. Kannst ja nichts dran verdienen. Okay. Okay, 9 Spieler, Lehrgang absolviert. Leider kein Level gewonnen, hat viel gelernt. Ja, wenigstens das. Wenigstens das. So, wir müssen noch ein bisschen warten, was die Baller angeht. Was soll er denn Zweikampf trainieren? Habe ich das jetzt... Ja, das steht ja fast ganz oben, ne? Ja, ja, ist ja alles in Ordnung. So, wer ist denn hier? Wir hatten hier keine Aufgabe. McDonagh. Okay, dann geht er wieder zu den Jugendgeschichten über. Ja, Chelsea wollte Fellaini kaufen. Hat damit keine Probleme, Gott sei Dank. Was war das? Ich glaube Man City, wo er dann so ein bisschen den Hals hatte, dass er nicht gehen durfte. Ja. Immer noch 16,8 Millionen wert. Ich denke mal, wir würden keinen Verlust machen, wenn wir ihn jetzt verkaufen. Noch würden, aber wollen wir natürlich nicht. Der ist hinten so wichtig. Okay, Mannschaft mal gucken. Aubameyang mit einer Form von 14. Barkley auch. Barkley ist die Nummer 1, deswegen bleibt er natürlich stehen. Miralas oder Coleman? Ich entscheide mich heute für Coleman, einfach weil die Form ein bisschen besser ist. Und auch von der Fitness, aber das ist natürlich marginal. 2 Punkte Unterschied. Das kannst du ja keinem erzählen. Daniel Wass hat eine super Form. Eine wahnsinnige super Form von 17, Stärke 84 momentan. Ja, im Grunde ist der Kader mir immer noch ein bisschen zu groß. Aber ich muss natürlich auch bedenken, dass wir den internationalen Bereich damit beihaben. Deswegen ist es schon okay, glaube ich. Wenn das so bleiben würde, da kann man mit arbeiten. Es ist auch wirklich kein Obst dabei. Also alles, was hier sitzt, kannst du einsetzen. Letztes Jahr war es ja ein bisschen anders. Da hatten wir ja Spieler bei, wo wir eigentlich genau wussten, dass die überhaupt keine Chance haben werden. Naja, die Taktik mal gucken. Es ist natürlich ein Derby, deswegen muss ich hier ein bisschen Geld reinkloppen. Will ich auch. 20.000, genau. Das nehmen wir. Vom Einsatz her ist es in Ordnung. Wir spielen jetzt zu Hause. Wir können genau so weiterspielen. Also auch von der Aggressivität, von der Passart. Also das ist schon wirklich dann optimal gelaufen gegen City. Und warum dann etwas ändern, ne? Never change a running system, wie man ja so schön sagt. Obertan ist der mit den meisten Toren. Der rechts außen. Und was hat er denn hier an Manndeckung? Eine 79. Also Daniel Wass mit seiner super Form, der soll sich hier mal den Obertan knappen. Und Soldado, das ist ein Fall für Fellaini. Und Muniain, so harmlos er ja auch aussehen mag, das ist ein Teufel auf 2 kurzen Beinen. Und der bekommt hier die Sonderbewachung, egal wer sich da um den kümmert. Macht es richtig, lasst es wie ein Unfall aussehen. So, Leute, ja, 3D-Spiel. Das erste der neuen Saison in der Liga. 2. Spieltag gegen Liverpool, das Merseyside Derby. Ich freue mich drauf. Bis gleich.